Hallo Welt, da sind wir wieder. Hier noch in Starlight Drive-In. Hier haben wir erledigt, was zu erledigen war. Oder was wir konnten, vielmehr. Und darum geht es jetzt weiter zur nächsten Siedlung. Die nächste Siedlung auf unserer Karte ist nicht die Abernethy Farm, da waren wir schon. Das ist die Sunshine Tidings Kooperative. Und da geht es jetzt hin. Zusammen mit Curie. Wo ist Curie? Da hinten ist sie. Sie folgt schon. Ja, an der Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die vielen, vielen Kommentare, die ich bekommen habe. Space Surfer. Ja, sehr witzig. Geruchs-Let's Plays gibt es noch nicht. Vielleicht zum Glück. Oh, Blutblatt. Wie schön. Ja, danke für die Kommentare und auch an Khan Karalar. Ich hoffe, der Sound ist besser. Bei den älteren Folgen war der Sound noch nicht ganz so gut. Ich weiß, ich habe da einiges dran gedreht. Die Lautstärke der Musik wurde zurückgestellt. Das sollte eigentlich schon ein bisschen helfen. Und ja, ich denke, jetzt sollte man alles gut verstehen. Wobei es natürlich auch ein bisschen an den Endgeräten liegen kann, dass da Unterschiede sind. Da habe ich natürlich keinen Einfluss drauf. Also ich mache hier, ich gucke mir den Sound hier an, gucke, dass das gut ausgepegelt ist einigermaßen. Und ja, das war's. Mehr kann ich dann eigentlich auch schon gar nicht daran ändern. Dann hat Manfred auch noch einen Kommentar hinterlassen, dass wir in Diamond City bei Mo noch Aufträge hätten. Da werden wir auf jeden Fall mal schauen. Ich werde es riskieren, mit Curie nach Diamond City zu gehen. Zwar hat sie einen Zündkörper, aber im Prinzip ist sie kein Zünd. Und sie versucht ja auch immer menschlicher zu werden. Wobei sie sich auch gerne ablenken lässt, wie jetzt zum Beispiel, aber sie scheint da ganz schön. Achso, sie lässt sich gar nicht ablenken, ja gut. Ich bin auch dafür, dass wir einfach weitergehen, unser Ziel nicht aus den Augen verlieren und Richtung Sunshine Kooperative wandern. Mo muss ich mir merken, das hört sich interessant an. Mo war ja der, der die Waffen verkauft hat, der uns die Regeln vom Baseball erklärt hat. Sehr witzig. Und ich hoffe, wir kommen bald nach Diamond City. Wenn ich mal gucke auf unserem Pip-Boy, dann müsste das doch eigentlich schon ganz in der Nähe sein. Wenn wir von Sunshine Kooperative weiterreisen, wird der nächste Punkt, ja, Covenant haben wir verloren, denke ich. Da haben wir ja ganz schön Krawall angerichtet. Aber ich denke, Teffington Bootshaus, naja, da sind doch noch einige Siedlungen. Dann die Finch Farm. Dann werden wir hier zum Kingsport Leuchtturm, von dort aus Gutshaus Grove und von dort aus County Crossing mal wieder. Da waren wir schon sehr oft, da sind wir auch oft vorbeigelaufen. Dann Grey Garden. Naja, so ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Wir sind schon fast da. Ich habe derweil auch die Treiber der Maus angepasst. Das sollte jetzt, heute ist es zum ersten Mal, dass wir das ausprobieren. Ich bin neugierig. Das ist wieder der schmeißt keinen Müll in den Waldbär wahrscheinlich. Ein bisschen ruckelt es doch mit der Maus. Aber das ist wahrscheinlich gewöhnungsbedürftig jetzt. Das ist einfach nur... Achso, man soll die Bären nicht füttern. Ich sehe gar keine Bären. Ein Haus, was da wohl drin sein mag. Achso, hier waren wir schon. Ja, hier waren wir schon. Das ist irgendwas mit Hollow. Oberfläche ist. Können wir gleich mal schauen, was das genau ist. Nee, Walden Pond ist das. Walden Pond. Ja, niedlich. Überall diese kleinen Aufsteller hingestellt. Lässt einen natürlich vermuten, dass hier irgendwo Bären lauern. Jaogwais. Aber bis jetzt haben wir hier keine gesehen auf dem Weg. Ist doch ganz gut so. Bei dem schönen Wetter müssen wir uns nicht unbedingt noch mit Bären anlegen. Man könnte versuchen, sie zu füttern, aber ich glaube, die wollen gar nichts essen. Ja, da sind wir schon. Sunshine Tidings Kooperative.
Und wir schauen jetzt mal, was wir hier noch so machen können. Auch diese Siedlung, wie all die anderen zu werden. Siedlungen, haben wir etwas vernachlässigt in letzter Zeit. Wir waren ja in Diamond City, haben uns um andere Sachen gekümmert, waren dann mit Piper unterwegs. Ja, aber ich denke, hier sieht es erstmal auf den ersten Blick sieht es ganz gut aus. Ja, die Geschütztürme da oben, der Scheinwerfer bewegt sich noch. Alles ist verkabelt. Sehr schön. Und dann schauen wir mal, was uns die Werkstatt denn bisher gebracht hat. Was haben... Oh, wir haben Schrott dabei. Den können wir gleich mal hier reinlegen. Wir sind schon wieder so überladen. Eine Planke haben wir hier drin. Holz auf jeden Fall. Und als Hilfsmittel haben wir kein Wasser hier drin, aber sehr viele Kronenkorken, die nehmen wir mal mit. Und schauen dann gleich mal, was wir hier noch ablegen können. Wahrscheinlich sind wir so schwer beladen, weil wir... Ja, weil wir viele Kleidungsstücke mit uns rumtragen. Und ich weiß nicht mit dem Hundehalsband, ob wir das nicht mal ablegen sollten. Denn wir werden lange, auf längere Sicht wahrscheinlich erstmal nicht nach Red Rocket Raststätte kommen. Da sind ja unsere beiden Hunde, der Streuner und Dogmeat. Nein, alles nehmen wollen wir nicht. Wir wollen die beiden Hundehalsbänder mal hier ablegen. Dann schauen wir in unsere gelbe Kiste hier. Da haben wir schön die Armee-Uniform drin schon mal. Unter den Waffen. Ja gut, wir könnten jetzt für Corrie noch irgendwas basteln. Aber sie kommt, glaube ich, mit ihren jetzigen Waffen ganz gut zurecht. Ansonsten haben wir ja wieder gar keine Kleidungsstücke drin. Ich frage mich, wo die alle geblieben sind. Wir werden in irgendeiner Siedlung plötzlich ganz viele Kleidungsstücke finden und uns dann wahrscheinlich wundern. Und wahrscheinlich sehr wundern, dass wir nochmal die Tour wiederholen dürfen. Ja, wir wollen mal handeln. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Großartig. Und sehen, ob sie vielleicht schöne Kleidung für uns hat. Die Kochmütze zum Beispiel, Militärbarett nehmen wir mit und die Uniform auch vom Militär. Und dann haben wir noch die schmutzige Armeeuniform und schmutzige Postbotenuniform. Ich denke, das war es soweit. Ich sehe zumindest jetzt nichts mehr. Das nehmen wir mal an. Auch hier kam ein Tipp aus der Community. Danke nochmal, Space Surfer. Wir können natürlich mit Wasser bezahlen, wenn wir denn Wasser haben. Wir haben in Starlight Drive-In ja schon sehr viel Wasser verkauft. Hier konnten wir jetzt gar kein Wasser mitnehmen. Und wir schauen mal, dass wir vielleicht 13 Teile Wasser noch verkaufen. So 20 tragen wir mal ganz gerne mit uns rum, damit wir nicht auf die Stimpaks so oft zurückgreifen müssen. So, dann war das das. Ich denke, hier können wir gar nicht mehr viel ausrichten. Wir werden aber dennoch einmal in unser Werkstättenmenü reinschauen. Wir haben hier unter Daten Werkstätten... Jetzt die Sunshine Tidings Kooperative. Das ist hier und es fehlt hier an Nahrung. Kaum zu glauben, wir haben hier nämlich in der Vergangenheit mal sehr viel angepflanzt. Wenn wir hier mehr Nahrung verschenken, dann haben wir 39 Punkte zusammen, wenn man Essen und Wasser zusammenzählt. Und wir haben nur 33, nein, wir haben 72 Schutz. Das heißt, wir können ruhig noch reichlich Essen anpflanzen hier. Das werden wir jetzt auch tun. Wir müssen nur einen schönen Ort dafür finden. Hier hinten sind viele, viele Tatos. Tato-Pflanzen, die allerdings scheinbar jetzt gar nicht so bewirtet werden im Moment. Müssen wir mal schauen, ob da Leute zugeteilt sind. Nein, sind sie nicht. Und wahrscheinlich brauchen wir gar nichts anzupflanzen. Wir brauchen nur Leute dorthin zu schicken. Und schon... läuft es dann wieder. Sie ist nicht zugeordnet und sie darf sich jetzt hier um ein paar Tato-Pflanzen kümmern. Somit haben wir das Essen schon mal auf 13, 14 und 15. Na, da müssten noch ein paar kommen. Von 13 auf 19 rechne ich mal so ungefähr. Bei 18 ist Schluss. Na gut, dann nicht ganz so viel. Aber es ist schon mal etwas mehr Essen jetzt da. Wir schauen mal in unseren Pip-Boy, wie zufrieden die Siedler jetzt sind. Okay, mit dem Essen war es genug. Betten sind nur 15 hier. Wir sollten nochmal 5 aufstellen. Damit würden wir in jeder Siedlung so ungefähr 20 Betten wenigstens haben.
Und wir schauen mal, was wir hier sonst noch ausrichten können. Also mit dem Schutz, das reicht. Wir wollen natürlich auch irgendwann mal ein Generatorhäuschen hier bauen, damit die Generatoren nicht so im Freien stehen, wenn doch mal ein Angriff kommt, damit die dann geschützt sind einigermaßen. Mal sehen. Was mich interessiert, die Suppe wirkt noch, das ist sehr schön. Also bauen wir jetzt ein paar Betten auf. Aber wo bauen wir die Betten auf? Hier hinten haben wir so ein kleines Häuschen schnell hingebaut. Ich denke, es war mal geplant, dass hier die Generatoren reinkommen. Oh, ich sehe gerade, das Brahmin läuft hier einfach nur so herum. Wo ist der Brahmin-Trog? Hier oben, vielleicht stellen wir den doch noch ein bisschen weiter weg auf. Damit das Brahmin dann nicht immer so im Wege ist. Hier oben ist doch eine... Da stört es doch wirklich nicht, das ist ein guter Ort. Und wir stellen jetzt hier in dieses Häuschen, das wahrscheinlich irgendwann mal unser Handelsplatzhäuschen werden sollte damals. Dann gingen uns mit Sicherheit die Baumaterialien wieder aus. Stellen wir doch hier ein paar Betten rein und ich sehe gerade die Meldung: Hilf bei der Verteidigung von Somerville Place. Das wird dauern, bis wir dort da sind. Und ich möchte nicht kreuz und quer jetzt laufen. Die meisten Siedlungen schaffen es ja auch so, die kommen so ganz gut durch. Wir wollen das nicht aufbauen, wir wollen ein paar Betten aufbauen und provisorisch, wie immer am Anfang, bauen wir erstmal ein paar Schlafsäcke auf. 5 Stück sollten reichen und wenn wir die hier reinstellen, ja, dann sollten die Leute schon recht zufrieden sein. Ein schöner Platz wäre doch hier so in der Ecke. 3 sollten dann nebeneinander passen. Schon mal. Und hier vielleicht auch noch mal 3 hin. Na, da passen jetzt nur 2. Das war ein bisschen zu eng. Aber sei es drum. Ein Einzelschlafplatz sozusagen dann. 21 Betten. Sehr gut. Das soll auch reichen für diese Siedlung. Wir schauen mal, ob wir vielleicht noch einen Handelsplatz aufbauen können. Wir haben hier eine Bar mit unserem Ghoul. Da schauen wir mal, ob wir ihnen vielleicht einen Smoking geben können. Möchtest du einen Drink haben? Wir wollen erstmal tauschen. Lass uns ein paar Sachen tauschen. Schieß los. Und zwar wollen wir ihm Kleidung geben. Und zwar den Smoking. So, das sieht doch schon mal besser aus. Ein Barkeeper, wie er im Buche steht. Haben wir denn hier nicht auch eine Ärztin gehabt? Das ist die Verkäuferin. Hier gibt es Anziehsachen. Das war die Bar. Und vielleicht stellen wir hier oben... Na, worauf schießen sie denn? Supermutanten greifen an. Wobei wir jetzt kein klares Ziel vor Augen haben. Es ist ein bisschen schwierig, jetzt die Siedler von den Supermutanten zu unterscheiden. Obwohl da eigentlich vom Gesicht her und vom Körper, von der Statur her keine Ähnlichkeit besteht. Aber bei der Entfernung... Wo sind sie denn? Ja, die Siedler wuseln einfach mittendrin darum. Also einfach so ins Blaue zu schießen, macht nicht so viel Sinn. Wir werden hier auch schon getroffen, da sind sie. So sieht Gerechtigkeit im Commonwealth aus. Ja, ganz genau. Wir hoffen jetzt, dass wir die Planken noch bekommen von den Supermutanten. Ja, sind sie alle ins Wasser gestürzt? Ja, es sieht so aus. Ich glaube, wir müssen Anzeige bei der Polizei erstatten, oder? Und die kleinen Sachen gehören in Tütchen als Beweismittel. Da war noch ein Dritter irgendwo. Ja, der ist vielleicht schon untergegangen. Ich sehe auf jeden Fall keinen mehr hier. Es hatte auch keiner eine Planke dabei. Die hatten das übliche Mutantenzeug dabei.
und Kronenkorken. Wo auch immer der dritte ist, er ist nicht mehr hier, gerade in Sichtweite für mich. Naja, wir hatten ja auch was anderes vor. Wir wollten da noch ganz gerne in Sunshine Tidings eine Chirurgenstation aufbauen. Und vielleicht sogar noch den ein oder anderen Siedler anziehen, wobei ich fürchte fast, wir haben keine Flanellhemden und Jeans mehr für unsere Farmer. Ja doch, wir haben sogar 6 Stück noch, das ist sehr schön. 6 Stück, das heißt, wir können hier ordentlich noch die Farmer kleiden, auf dass wir sie dann demnächst auch besser erkennen, wenn es mal wieder hier zum Kampf kommt. Wie gesagt, Supermutanten kann man schon von den Siedlern unterscheiden, wenn man näher ran ist. Ansonsten schießen wir ja immer ganz gerne auf alles, was sich da bewegt. Ich bin dafür, dass wir die Chirurgenstation hier oben irgendwie erstmal platzieren, dass wir hier das Teil erstmal aufstellen, wenn wir es denn können. Da müssen wir jetzt erstmal schauen, ob wir genug Material haben dafür. Ich denke zwar schon, aber in der Vergangenheit hat es ja immer an Holz gefehlt. Mittlerweile haben wir wieder etwas Holz. Das ist sehr erfreulich und ja, die Chirurgenstation, man kommt hier die Treppe hoch, kann ich mir denken, und ist verletzt und muss sich erstmal die Treppe hoch quälen und dann kommt hier die Erlösung, eine Chirurgenstation. Braucht natürlich jetzt noch einen Siedler, da suchen wir uns jetzt eine passende Ärztin aus. Wer sieht denn aus wie eine Ärztin hier? Wer könnte denn eine gute Ärztin sein? Mal schauen. Erstmal, na gut, wir könnten jetzt die Glocke, die wir hier schon haben, bimmeln und dann schauen, wer wäre denn geeignet dafür. Ich glaube, das müssen wir in diesem Fall sogar tun. Sie hier zum Beispiel könnte schon ein Kandidat, scheint wirklich was zu werden, für die Ärztin sein. Wir werden mal mit ihr reden, die dann hoffentlich sofort auch den Laborkittel geben. Okay. Es ist noch etwas ungewohnt, hier mit der Maus jetzt umzugehen. Die ist ja jetzt neu hier auf dieser Partition installiert. Und auf der anderen Partition war ich halt lange nicht mehr und deswegen ist die Maus quasi neu für mich auch. Gewöhnungsbedürftig etwas. So, damit haben wir unsere... Nein, das ist keine... Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Definitiv keine Ärztin für meinen Geschmack. Das ist auf gar keinen Fall eine Ärztin. Sie ist so etwas wie eine Farmerin. Das passt schon. Ja, ich gehe auch ein wenig nach dem Äußeren immer. Das muss schon passen. Wenn ich zu einer Ärztin gehe, dann muss das schon alles passen. Der Körper und das Gesicht sollte schon irgendwie zueinander passen. Wobei, da hat ja der Körper und das Gesicht durchaus zueinander gepasst, aber irgendwie war das kein typisches Ärztegesicht, meine ich. Ärztegesichter sehen anders aus in meiner Welt. Ja, die Maus ist doch, die zuckt manchmal etwas nach. Also das ist doch nicht ganz so einfach. Ja, was soll ich sagen? Curie ist zum Beispiel ein typisches Ärztegesicht. Hat ein typisches Ärztegesicht, finde ich. Ich will nur ein bisschen handeln. Na klar. Sie ist eine Farmerin, wie man schon sieht. Und sie bekommt dann auch gleich ihr Flanellhemd und Jeans. Sie könnte aber auch eine gute Ärztin abgeben. Würde gerade noch so hinhauen. Hier ist noch eine Farmerin, die ist aber schon angezogen. Wer läuft hier noch alles rum? Ein Ghoul, ein Wächter und Curie. Können wir ein paar Sachen tauschen? Klar. Und sie ist dann wahrscheinlich auch eher eine Farmersfrau. Nicht zugeordnet, aber gleich. Ja, ich glaube, wir haben gar keine Karotten hier. Das sollten wir vielleicht auch mal anziehen in naher Zukunft. Wir sind immer noch auf der Suche nach der Ärztin. Liegt da jemand drin? Nur der tote Ghoul? Ja, ich glaube, es ist ein toter Ghoul, der da drin liegt. Den hat immer noch niemand weggeräumt, hier drin auch. Den haben wir hier raus schon mal gezerrt. Schon mal rausgezerrt, vor die Stadtmauern gelegt und trotzdem hat ihn irgendwer wieder dort zu der Badewanne gezerrt.
Ja, wir hatten uns die Frau, die gerade dort, bei der wir sagten, das könnte eine Ärztin sein, die hätten wir uns gleich schnappen sollen. Okay, das ist eine Ghoul-Frau. Sie ist schon Wächterin, das ist auch sehr gut. Hierum kümmert sich wohl auch niemand, oder? Nein, darum kümmert sich auch niemand. Ja, was soll ich sagen? Ich denke beinahe, wir sollten doch einmal die Glocke läuten, damit die Leute alle zusammenkommen und wir können dann sehen, wen wir wo zuordnen können. Jetzt seit dem neuesten Patch, seit dem letzten Patch, Entschuldigung, kann man ja sehen dann, wer wo zugeordnet ist. Das finde ich sehr vernünftig. Das war am Anfang schon immer sehr schwierig. Gut, die Glocke ist geläutet. Es dauert ein wenig, bis alle Leute da sind. Und so langsam kommen sie. Ja, da ist auch jemand noch nicht korrekt angezogen, sehe ich. Die Frau hier mit der Zeitungsverkäuferkappe. Mal sehen, was macht sie überhaupt? Sie ist genau unsere Verkäuferin und sie soll als erstes jetzt erstmal ihr blaues, sauberes blaues Kleid bekommen. Mal sehen, wir tauschen. Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Okay. Sauberes blaues Kleid. Da haben wir leider nur eins, aber das bekommt sie jetzt. Darum geht es ja hier. Wir laufen ein wenig rum, um die Leute eben zu bekleiden und um dabei dann auch noch zu sehen, ist denn in unseren Siedlungen alles in Ordnung? Ich glaube, sie könnte ich mir beinahe noch so als Ärztin vorstellen. Sie wäre allerdings auch nicht schlecht als Ärztin. Mal sehen, was macht sie denn bisher? Gar nichts, ja. Dann denke ich, wir haben ausnahmsweise mal eine blonde Ärztin. Das hat doch auch mal was. Es gibt mit Sicherheit auch blonde Ärztinnen, glaube ich. Ich kann mich nicht daran erinnern, schon einer begegnet zu sein. Ich habe auch nicht so viele Erfahrung mit Ärzten. Meistens meine ich aber, die sind eher dunkelhaarig. Na klar doch. Wir wollten gar nicht handeln, das war ein Scherz. Wir wollten vor allem befehligen. Und zwar, kommen wir von unten hier ran? Nein, kommen wir wahrscheinlich nicht. So. Und Okay. Sie ist zugewiesen. Wir haben eine Ärztin hier. Das steigert wiederum die Moral ein wenig. Und wir schauen mal, was die anderen da noch so machen, die da rumstehen. Einige sind ja wirklich noch nicht angezogen. Hier zum Beispiel. Okay, der Ghoul. Aber sie kümmert sich um die Nahrung auch irgendwo. Da drüben ist noch jemand, der Wächter wäre. So, wenn sie Farmerin ist, klar, dann darf sie auch gleich die Farmerskleidung anziehen. Und zwar Flanellhemd und Jeans. Das passt schon. Er gehört wahrscheinlich zu den Wachen oder wird jetzt dazu werden. Ich wundere mich ein wenig, oben ist niemand gewesen mit Barett und Militäruniform. Und wir kommen hier gerade nicht vorbei. Sie ist etwas stur hier, die Farmerin. Ist vielleicht nicht ganz zufrieden. So, ihn befehligen wir jetzt auf jeden Fall mal, sich hier ein bisschen um die Verteidigung zu kümmern. Mal sehen, wo hier überhaupt noch ein Platz für ihn ist. Hier ist schon jemand, der sich drum kümmert. Hier auch. Ich glaube, wir haben wieder ringsum die Türme aufgebaut. Ja, hier auch. Und das ist ja meistens so. Hier ist noch niemand zum Beispiel. Da darf er sich jetzt mal drum kümmern und die Ressource ist schon zugewiesen. Wir können hier schön ein paar Bäume abholzen. Naja, das waren wahrscheinlich die letzten Schattenspender hier in dieser Siedlung. Ich frage mich dennoch, wo ist denn die Frau von dem Artillerieteil oben, die mit dem Militärbarett und der Militäruniform? Ich glaube, hier ist niemand zugeordnet. Das bedeutet doch, dass da schon wieder jemand abgehauen ist oder getötet wurde. Das passiert, wenn man sich halt zu wenig um seine Siedlungen kümmert. Dann kommt so etwas schon mal vor und wir müssen also gleich noch sehen, dass wir da jemand anders dann hinschicken.
Ja, wir haben so wenig Kampfrüstungen dabei, sonst sollten eigentlich unsere Wachen natürlich alle Armeeuniformen tragen. Damit ist er jetzt natürlich seine Käfigrüstung hatte sehr viel mehr, konnte sehr viel mehr Schaden abwenden als jetzt die Armeerüstung. Dafür wollten wir Kampfrüstungen verteilen, die haben wir nicht. Im Moment geht es aber wirklich mehr darum, dass wir die Leute auch erkennen auf Anhieb. Na gut, da muss er jetzt eben damit leben. Wir haben ihm seine gute Rüstung ausgezogen. Wenn es zu einem Kampf kommt, hoffe ich, dass er dann seine gute Rüstung wieder anzieht. Aber machen die nicht. Das machen die meistens nicht. Er geht schnurstracks auf diesen Wachturm Lass zu. uns ein paar Sachen tauschen. Bekommt auf jeden Fall eine Militäruniform, also als Wache. Nein, die Brille nicht. Die wollten wir eigentlich behalten. So. Militäruniform und ausrüsten. Somit erkennen wir ihn schon mal als Wache wieder. Wir setzen die Brille mal wieder auf. Ah, die Maus, die verhält sich noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wir müssen uns daran noch gewöhnen ein wenig. Was war das? Auch eine Wache? Nein, sie kümmert sich auch um die Nahrung hier. Wobei ich dachte, sie wäre eher jetzt für die Plünderstation. Ja, sie ist auch eher für die Plünderstation eingeteilt. Nun gut. Hier ist noch eine Wache. Sehr gut. Ich will nur etwas Ausrüstung mit dir tauschen. Schieß los. Und auch er bekommt eine schöne Armeeuniform. Nur wer, ich überlege schon die ganze Zeit, wer wird sich dann um das Artillerieteil demnächst kümmern? Okay, so schön wird die Armeeuniform jetzt für ihn nicht sein. Sie wird etwas schmutzig sein, aber ich denke, das stört ihn soweit erstmal nicht. Hauptsache, wir erkennen ihn. Haben wir denn keine Helme? Nein, wir haben sonst sehr wenig dabei. Rote Kleider haben wir, ein bisschen Postbotenuniform für unsere Händler, Kochmützen für unsere Händler, auch für die Restaurantbesitzer, Gaststättenbetreiber. Ja, ansonsten müssen wir jetzt jemanden finden, der sich eben um das Scheint wirklich was zu Artillerieteil werden. kümmert. Nun, die Schwierigkeit ist, dass man ja nicht überall sein kann. Ständig. Ach, sie wäre eigentlich als Ärztin auch noch geeignet. Gut, sie wird jetzt sich um das Artillerieteil kümmern. Das heißt, wir hätten sie erstmal anziehen können. Und Okay. wir weisen sie aber jetzt zu und geben ihr dann die Ich Kleidung. will Das geht nur ja ein auch noch. bisschen handeln. Na klar doch. Und zwar bekommt sie dann die Militäruniform und das Militärbarett einmal. Jeweils eins. Bitteschön. Ja, später werden die natürlich auch alle noch Kampfrüstungen kriegen. Ich weiß, wir haben damals im Hauptquartier der Gunner haben wir sehr, sehr viele Kampfrüstungen liegen lassen müssen. Das tat mir weh, die Sachen dort liegen lassen zu müssen, aber wir waren total überladen. Ist ja nichts Neues. Und ich habe mir einen Knoten wo reingemacht. Space Server, ich merke mir das. Wenn wir nochmal irgendwo überladen sind, dann werde ich hoffentlich auch etwas in die Mülltonnen oder in die Briefkästen oder was man gerade für Teile dort findet, reintun, damit wir dann weiter können wenigstens. Schauen wir mal, ob noch irgendeine Wache hier rumläuft, die nicht korrekt gekleidet ist. Das sieht gut aus. Hier unten eine Farmerin, das sieht sehr gut aus. Die Leute sind alle so gut angezogen hier. Ich muss jemanden darauf ansetzen. Okay, da war ein Bäumchen, das noch nicht bewirtschaftet wurde. Aber ich denke, jetzt sind wir erstmal hier soweit fertig. Es sollten schon noch hier hinten auch Wachtürme und so etwas stehen. Ja, da ist auch noch etwas, aber es sind keine Wachen dort. Ist da denn jemand zugewiesen überhaupt? Nein, hier ist auf dieser Seite ist nirgendwo jemand zugewiesen. Also das sollten wir noch nachholen. Hier müsste auf jeden Fall noch überall jemand hin. Es sind aber auch ein bisschen zu wenig Leute hier im Moment. Es waren mal sehr viel mehr. Aber wie ich immer sage, wir können uns leider nicht um alles immer kümmern. Jetzt ist zum Beispiel Somerville Place
die da unsere Hilfe benötigen würden. Ich weiß nicht, wo das Teil da oben Strom herbekommt. Ich sehe gar kein Kabel hier. Wie funktioniert das denn? Ohne Kabel funktioniert das? Es hat sich doch bewegt. Wie geht das denn? Wie aus Geisterhand. Es bewegt sich ohne Kabel. Faszinierend. Ja gut, ich denke, das soll es jetzt hier für Sunshine Tidings Kooperative gewesen sein. Viel mehr können wir hier gar nicht mehr anrichten. Auch das da bewegt sich ohne Kabel. Das ist natürlich, das sollte eigentlich nicht sein. Die sollten alle Kabel verbunden sein, meine ich. Ja gut, aber wenn es funktioniert, dann ist es doch gut. Wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge zusehen, dass wir in unsere nächste Siedlung kommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich laufe mal hier mit Curie ein wenig in die untergehende Sonne. So, für ein schönes Selfie wieder. Wo ist Curie jetzt? Sie sollte da ja schon mit drauf. Ah, da kommt sie. Und ich bedanke mich fürs Zusehen, sage Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.